habe die Fortuna mitbekommen, wo sie ganz unten war, wo alles kurz vor der Insolvenz stand. Wo die Spieler halt noch hier auf der Uni waren, Sportstudenten oder an der Sporthochschule studiert haben. Da haben wir hier nach dem Spiel halt noch bis 2 Uhr morgens gesessen. Ne? Was ja auch eine schöne Zeit war, wo wir in der 6. Liga waren. Ne? Da hast du auch gesoffen. Klar, haben die alle gesoffen, sogar die Spieler. Der Kapitän hat vom Spiel noch immer geraucht. Das war halt komplett andere Nummer. Ne? Und heute ist das schon, klar, profimäßig. Ne? Wenn der Gegner kommt jetzt hier und man wie Bielefeld hier war, und gehen dann hier in unsere Hallen von der städtischen Sportanlage, die mussten ja zweimal gucken. Ne? Das macht es ja auch schon aus. Ne? Die denken, dann sind wir beim Schulsport. Ne? Ne? Die denken, boah, mein Gott, ne? Wo bin ich denn hier gelandet? Ne? Da fallen, ne? Fallen schon fast die Lamellen von der Decke. Ne? Und wir kommen hier von Bielefeld und müssen uns hier umziehen, aber hat was. Naja, das ist halt oldschool noch. Manchmal ist das warme Wasser kaputt. Da müssen sie kalt duschen. Ja, das ist halt Fortuna Köln. Wo Fußball noch nach Schweiß riecht. Oh, pass auf, der hat sich verfahren. Komm, gib Jummi. Ja, ich kriege donnerstags von unserem Geschäftsstellenleiter eine Mail. Da ist dann die Ansetzung des Schiedsrichters bekannt gegeben durch den DFB. Ist halt also 2 Tage vor Spieltag, weil ich der Schiedsrichterbetreuer bin. Und dann hole ich dann die Schiedsrichter ab. Ich weiß von den Schiedsrichtern, dass die meine Arbeitsweise ganz angenehm finden, weil ich auch kein Schiedsrichter bin. Die meisten Schiedsrichterbetreuer sind Jugendschiedsrichter oder halt im Seniorenbereich ehrenamtliche Schiedsrichter. Und die sitzen dann da und reden dann über eine Entscheidung vom Freitagabendspiel und texten die zu. Da haben die eigentlich keine Lust drauf. Ne? Du hast doch den liebsten Schiedsrichter, klar. Aber ist doch normal, wenn du mit Menschen arbeitest, ne, da wird dich dann, wenn die kommen, wird dich umarmt und Alex, alles klar, wie geht's dir? Ne? Ich mag immer die Schiedsrichter, der gerne Englisch pfeift, ne, der auch eine gewisse Härte durchgehen lässt. Ne? Wenn so manche Mannschaften, die bei der kleinsten Berührung den Sterben, den Schwan spielen und nach 10 Minuten stehen die wieder auf und lachen sich kaputt. Ne? Wenn ein Schiri darauf einfällt, dann kriege ich auch einen Rappel. Aber das sage ich dann auch. Ne? Sag ich, mein Gott, das ist doch kein Mädchensport. Ne? Da können wir auch Plätzchen backen, sage ich immer. Ne? Sag ich, ist schon ein bisschen Körperkontakt mit drin. Ne? Nehmen wir ein Schmunzeln zur Kenntnis, ne? Weil Fußball ist halt auch ein bisschen Härte soll schon drin sein. Ne? Ich bin 2001 von Sülz nach Zollstock gezogen, weil das dritte Kind unterwegs war, weil die Wohnung war klein. Und dann haben wir hier in Zollstock was gefunden. Und meine 2 Jungs waren da zu dem Zeitpunkt ja noch klein. So, die wollten Fußball spielen und was ist naheliegend? Ne? Ne? Fortuna Köln. Und so sind wir halt hier reingekommen. Ja, wir machen auch hier das Vereinsheim und sind für Catering zuständig. Und dann machen wir das jetzt fest seit 5 Jahren. Ja, das ist schon unser Baby hier, klar. Von der Leiter oben hast du echt die beste Sicht über den Platz. Ne? Die Anzeigetafel ist leider defekt. Die Software, die gibt es gar nicht mehr. Ne? Auch der Rechner, um die zu bedienen, dann ist sowas von alt, das funktioniert gar nicht mehr. Ne? Und dann hat halt der damalige Geschäftsführer der GmbH, Dirk Daniel Stöbeken, hat gesagt, komm, Alex, willst du nicht dann halt den Nummernboy machen? Ne? Und das habe ich nur gemacht, hat auch Spaß gemacht. Dann wurde auch mein Aufgabengebiet immer größer, Schiedsrichterbetreuer, da war ich unten im Innenraum und dann fiel ein Tor, da musste ich hochlaufen. Das war aber dann auch ein bisschen zu stressig und dann hatte ich da Probleme mit dem Rücken. Und jetzt haben wir seit Anfang der Rückrunde, haben wir jetzt einen neuen Nummernboy. Nummernschlampe haben mir die Fans gegeben, den Begriff. Auch wie ich gearbeitet habe, waren mal Spiele, die sind 0:0, sind die ausgegangen. Dann haben die Fans halt immer gerufen, arbeitslose Nummernschlampe, hey, 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 so fing das halt an. Aber habe ich echt gerne gemacht. Ne? Ja. Finde ich Schiedsrichter sagen, oh, super, wieder bei euch, super, geil, ne? Freuen sich. Ne? Die wissen mittlerweile, dass sie sich halt nicht föhnen können,
weil er keine Steckdose ist. Hat halt was, gibt das nicht. Ist ja klar, wenn es bei Bayern München wäre, ne, dann ist in jedem dritten Raum, hast du WLAN und drei Steckdosen und was weiß ich, ein Coffee Maker, aber das macht's ja raus, klar. Fußball ist ein Sport, ich bin, ne, auch die Emotionen eine große Rolle. Wenn wir dann da von 300-prozentigen keinen rein machen, dann krieg ich zu viel. Ne? Dann kann da mal die Bande dran glauben. Ne? Ich drehe auch ab und zu mal meine Runde um den Platz, ne, wenn ich irgendwie ein bisschen nervös bin oder ich sag, komm, ich geh jetzt mal hinter das Tor des Gegners. Ne? Vielleicht kann ich ihn da mental beeinflussen. Ne? Also ist man schon ein bisschen bekloppt. Ne? Aber du kriegst dann viel mit. Ne? Ja! Ja, aber man muss ja schon ruhig bleiben. Jetzt gerade als Schiedsrichterbetreuer. Mir ist mal der Gaul durchgegangen. Da bin ich auf den Platz gelaufen bei dem legendären 4:2 gegen Viktoria Köln. Wurde auch nicht gerne, aber ich konnte mich einfach nicht mehr halten. Wir waren 2:0 zurück, haben noch 4:2 gewonnen. Und da war die Saison, wo wir aufgestiegen sind. Und mich hielt einfach nichts mehr. Ne? Und das finde ich dann auch schön, wenn man sonst ist, die Express aufmacht und sieht sich dann da auf dem Wollknäuel Spieler da liegen. Ne? Aber ich habe dann auch eine Ansage bekommen, da ich da eigentlich nichts zu suchen habe. Aber mein Gott, ich konnte mich einfach nicht mehr halten. Und ich kann es nicht versprechen, ne, dass es nicht nochmal passiert. Das ist einfach so. Scheiße! Egal! Nein! Meine Fresse! Halt die Scheiße ab, Junge! Ja! Gut nochmal! Ich weiß nicht, ob du den Film kennst, Pulp Fiction, Mr. Wolf, der Mann für alle Fälle, wo die da in der Klemme, stecken da und bei dem Typen da und die Leiche im Kopf vorne haben und die haben Mr. Wolf da angerufen. Ich bin der Mr. Wolf bei Fortuna. Wenn keiner weiter was, rufen die mich an. Im VIP-Raum, da Klopapierhalter, ein Plakat aufhängen oder irgendwas festmachen. Die Haken für die Tore, die habe ich da an den Zaun gehängt. So Kleinigkeiten halt. Ne? Da gebohrt und hier gebohrt. Und ja, wenn alle Stricke reißen, dann rufen die mich an. Ne? Mr. Wolf. Ja, das ist halt hier so mein Job. Mädchen für alles. Fortuna gehört zu meinem Leben. Das ist eindeutig. Also ein Drittel meines Lebens habe ich jetzt ist schon. Fortuna, ich sag so, nach meiner Familie ist an zweiter Stelle kommt die Fortuna. Also ich wüsste gar nicht, was ich in meiner Freizeit machen sollte, wenn es das heißen würde, hier Lackler. Ne? Wir haben jetzt einen anderen, ne? Wir brauchen dich nicht irgendwie. Dann wäre schon, ne? Okay, da kaufe ich eine Dauerkarte, ne? Aber das wäre schon echt, glaube ich, hart für mich. Ne, das ist schon, gehört zum Teil meines Lebens, klar.